Gestern auf der ersten Etappe hat sich das Team Jumbo-Visma den Sieg im Mannschaftszeitfahren mit 54 Hundertstel geholt. Und dazu hallo und herzlich willkommen zur zweiten Etappe der La Vuelta Feminina 2023. Heute standen 105,8 Kilometer auf dem Programm. Dazu eine Sprintwertung bei Kilometer 77 und eine Bergwertung bei Kilometer 86,5. Um 14.21 Uhr haben sich die Rennfahrerinnen auf den Weg gemacht. Diese vierköpfige Spitzengruppe hat sich relativ schnell absetzen können und hinten im Feld, da hat man das Tempo kontrolliert. Die Gesamtführende Anna Henderson von Jumbo-Visma hat sich vorne auch mit ihrer Mannschaft immer wieder blicken lassen. Dann fiel die vierköpfige Spitzengruppe auseinander. Gerade Blanco war sehr offensiv gewesen, hat sich auch das Trikot der aktivsten Fahrerin geholt. 37 Kilometer vor dem Ziel kam es dann zu einem Sturz. Gerade auch das Team UAE war verwickelt mit Silvia Persico. Die haben dann versucht, wieder mannschaftsstark zurückzukommen. Aber da war natürlich schon das Tempo im Feld sehr hoch. Man hat also die Position für den Sprint eingenommen. Wir haben das Team SD Works vorne gesehen, auch das Team Mobistar an der Spitze. Und die schnellsten Beine hatte die Niederländerin Femke Markus. Sie holte sich 6 Sekunden Zeitbonifikation vor Rianne Markus, 4 Sekunden. Und Chloe Deigert hat sich noch 2 geholt. Dann ging es zur Bergwertung bei Kilometer 86. Und die Französin Jade Wiel holte sich 3 Punkte und ist damit auch im Bergtrikot. Im Finale wurde es dann auch nicht mehr langsamer. Im Gegenteil, es war sehr hektisch. Die Positionskämpfe haben begonnen. Die GC-Fahrerinnen wollten keine Zeit verlieren und die Sprinterinnen wollten in eine perfekte Position kommen. Demi Wollering hat viel gearbeitet, genauso wie Marleen Reuser. Und dann war es die Attacke von Chloe Deigert gewesen, die mehrmalige Bahnweltmeisterin in der Einerverfolgung und in der Mannschaftsverfolgung von Canyon Swam, attackierte also 600 Meter vor dem Ziel. Sie hatte ja großes Pech nach ihren schweren Stürzen, auch im WM-Zeitfahren von Imola. Aber auf den letzten Metern kam die 23-jährige Charlotte Kohl aus dem Windschatten heraus von Marianne Voss und holte sich ihren 7. Sieg und heute den größten in ihrer Karriere. Das Peloton ist zeitgleich ins Ziel gekommen, dort gab es also keine Zeitunterschiede. Und der Jubel beim Team DSM war natürlich riesengroß gewesen. Die 3. Niederländerin, die sich in die Siegerliste einträgt, nach Lorena Wiebes und Annemiek van Vleuten, gewinnt heute also die junge 23-jährige Charlotte Kohl. Hier nochmal der Sprint in der Analyse. Marianne Voss hat sich kurz nach rechts umgedreht, hat 2, 3 Tritte ausgelassen und das nutzte die Fahrerin vom Team DSM, ihre Landsfrau, und holte sich dann mit einer Radlänge den Sieg. Durch die Zeitbonifikation von Marianne Voss, 6 Sekunden für Platz 2, reichte es aber für das Führungstrikot. Marianne Voss trug ja bei allen großen Landesrundfahrten bisher das Führungstrikot. Insgesamt hat sie ja schon 246 Siege in ihrer Karriere holen können. 1 Sekunde Vorsprung vor Chloe Deigert vom Team Canyon Swam. So geht's also auf die 3. Etappe nach La Roda über 157,8 Kilometer. Eine Bergwertung gibt es morgen nicht. Also in der Bergwertung bleibt alles beim Alten. Nur einen Sprint bei Kilometer 136. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn Sie morgen auch wieder mit dabei sind. Also bis dahin.